Bestens informiert ins Stadion mit dem Steilpass auf TV Südbaden. Andreas Hinkel ist jetzt ein ehemaliger Fußballprofi. Nach seinen Stationen VfB Stuttgart, FC Sevilla, Celtic Glasgow und SC Freiburg beendet der 21-fache deutsche Nationalspieler seine Karriere, nimmt künftig im Stadion nur noch auf der Tribüne Platz und das mit gerade mal 30 Jahren. Im Alter kriegt man auch nicht mehr die langfristigen Verträge, dann müsste man also jetzt von Jahr zu Jahr vielleicht noch irgendwie rumtingeln. Dann die Karriere spielt sicherlich eine Rolle, was ich schon erlebt habe, wann ich angefangen habe. Also ich habe mit 18 schon mal Stammspiele in der Bundesliga, habe also schon ziemlich viele Spiele auf dem Buckel auch. Habe also dadurch auch schon viel erlebt. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit 22, 23 Stammspieler wurde. Ich sag mal, das bloß im Vergleich gesehen, die wären dann mit 35 so weit, wie ich jetzt mit 30 bin. Vor dem Spiel gegen Köln Ende April wurde Hinkel zusammen mit Oliver Barth vom SC Freiburg verabschiedet. Beim Sportclub kam er nur noch auf 7 Bundesliga-Einsätze. Trainer Christian Streich setzte auf Hinkels Position auf den jungen Oliver Sorg. Trotzdem hegt Hinkel keinen Groll auf den SC Freiburg, im Gegenteil. Es war schwierig für mich generell, letztes Jahr auch schon, einen Verein zu finden. Ich hatte eine schwere Verletzung mit meinem Kreuzbandriss und ich wollte aber da unbedingt, also auf keinen Fall aufhören. Weil mit einer Verletzung, das wollte ich nicht. Also deshalb bin ich froh, dass ich nochmal den Schritt oder die Chance hier bekommen habe, auch zu spielen. Es ist jetzt ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß, meinem Knie geht's gut, es hat alles funktioniert. Und dann im Winter kam halt ein Umbruch, aber ich denke, dass ich trotzdem das, was ich machen konnte, gemacht habe. Auch um das Ziel des SC Freiburg dann zu erreichen, der Klassenerhalt. Dazu hat Hinkel vor allem im Training und neben dem Platz beigetragen, hat den jungen Spielern Tipps gegeben. Denn Erfahrung hat Hinkel reichlich vorzuweisen, nicht nur als Nationalspieler. Internationale Erfolge feiert er mit dem FC Sevilla als UEFA-Cup-Sieger und mit Celtic Glasgow als schottischer Meister. Sehr intensive, es war kurze und intensive Zeit, war in Sevilla, aber auch eine sehr schöne Zeit. Bei Celtic Glasgow war es eine sehr schöne Zeit. VfB war meine Anfangszeit, da mit meinem Verein sozusagen in der Champions League zu spielen. Damals, das war auch eine sehr schöne Zeit. Mit den jungen Wilden generell, da ist ja die Marke entstanden. Aber, und selbst, ich sage auch, der SC Freiburg ist ein Teil meiner Karriere. Und da habe ich viele, mal einen anderen Verein kennengelernt, ein sehr sympathischer Verein. Ich bin froh, dass ich auch die Station mitgenommen habe, weil das einfach ein Verein ist, der auch eine eigene Marke ist, der seinen Weg geht, schon über Jahre hinweg. Und auch die Stadt Freiburg hat es Andreas Hinkel und seiner Familie angetan. Deswegen werden sie erstmal hier bleiben. Es ist eine Kleinstadt, hat aber alles trotzdem und man hat viele Möglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten auch für die Kinder im Umfeld. Und also wir fühlen uns sehr wohl, eine sehr hohe Lebensqualität und deshalb haben wir uns auch erstmal entschieden, nicht die Zelte hier abzubrechen, sondern erstmal hier zu bleiben. Und das Leben nach dem aktiven Fußball hat für Hinkel schon begonnen. Er hat gerade seinen B-Trainerschein gemacht, möchte außerdem ins Management und bei Spielerberatern reinschnuppern. Momentan genießt er aber auch die neue Freiheit. Das tägliche Training vermisst er nicht. Es wird irgendwann schon noch kommen und Fußball ist so ein geiler Sport. Deshalb sage ich, ich will natürlich auch weiterhin tätig bleiben, irgendwas zu machen. Also ich mache jetzt auch, ich laufe viel noch oder fahre Inliner. Und ich denke auch, dass ich in Zukunft vielleicht irgendwo dann wieder einen Ball schlagen werde, aber nur hobbymäßig. Auf seiner Homepage will Andreas Hinkel seine Fans auch weiterhin auf dem Laufenden halten über sein Leben nach der Profikarriere.